Er stand unten, im Anzug mit Schirm und Verbeugung, das Haar so schwarz, dass es blau schimmerte, sein Gesicht so glatt, dass Frieda daran keinen Halt fand. Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, sagte er, bevor er sich als Takeshi vorstellte und den Schirm in die Luft hob, dem sie zu folgen hatte. Ob das Lächeln, das er über die Schulter zuwarf, Ironie bezeugte oder Höflichkeit, wusste Frieda nicht zu deuten. Sie hoffte auf Ersteres und lief ihm nach. Sanft schlug er seine Schneise durch die Passanten. Sie fühlte sich sicher in seinem Schatten, er war einer, dem die Leute auswichen. In immer kleinere Straßen und Gassen bogen sie ab, an jeder Ecke eine neue Richtung, vorbei an Geschäften für Kohle, Papiertüren, Knöpfe, Tusche. Und doch hatte sie den Eindruck, dass sie streng genommen immer nur geradeaus liefen. Ihr Führer hatte entweder das Ziel, ihr die Stadt zu zeigen oder sie völlig zu verwirren. Beides gelang. Trotzdem hatte Frieda das unbestimmte Gefühl, den Weg schon einmal gegangen zu sein, die Straßen schon einmal gesehen zu haben. Alles kam ihr vertraut vor und konnte es nicht sein. Erst als sie merkte, wie schnell sie gehen musste, um Takeshi nicht zu verlieren, erst als ihr Blick wackelte, ins Unscharfe glitt, begriff sie, durch welche Kulisse sie liefen. Im Film waren die Geschäfte vernagelt, die Straßen vermüllt gewesen, die Kamera folgte einem Mann, der keinen Schirm trug und auch sonst nichts am Körper. Er drehte sich zu ihr um und mit einem kaum wahrnehmbaren Nicken deutete er auf ein winziges, zusammengedrücktes Haus aus Holz. Sie kam langsam näher, suchte inmitten all der Bretter nach einer Tür und wieder zeigte er ihr den Weg, ging ihr voraus, gebückt betraten sie den dunklen Raum. Es klang nach dickem Staub und Spinnen in den Ecken, an der Wand vor sich erkannte sie einen Körper. 100 war geschmeichelt, das hier war der älteste Mensch, den sie je gesehen hatte. Wie er dort hinter dem Tresen hockte, Frieda war sich nicht sicher, ob er noch lebte. Sein Kopf klemmte zwischen den Schultern, vor ihm türmte sich Technikgeröll, das den Anschein machte, als liege es dort seit Jahrzehnten. Frieda holte vorsichtig Luft, aber sie roch keine Verwesung, nur verschmorte Kabel. Takeshi sprach minutenlang auf den Alten ein äußerst einseitiges Gespräch, denn der sagte nur ab und zu Hi, während Takeshi gar kein Ende zu finden schien. Dabei hatte er mit ihr kaum ein Wort gewechselt. Schließlich wandte er sich an Frieda und meinte, das Gerät bitte. Sie reichte es ihm, die Finger des Alten griffen danach. Er betrachtete es von allen Seiten und begann zu sprechen. Es klang wie Poesie, die Worte wiederholten sich, er dehnte sie und modulierte, sie nickte eifrig mit dem Kopf und als die Rede des Alten verklungen war, übersetzte Takeshi, das ist kein Sony, sagte er. Sie starrte Takeshi an und sonst. Nichts mehr hat er nicht gesagt. Er log ihr direkt ins Gesicht und sie hatte keine Ahnung, warum er das tat. Das ist ein Fostex FR2, erklärte sie, und es auf allen Aufnahmen, die sie bisher hier gemacht hatte, ein seltsamer, niederfrequenter Ton zu hören sei. Sie benutzt das Gerät schon sehr lang, sagte Frieda noch, und dass sie sich damit auskenne, so etwas sei ja noch nie passiert. Der Alte griff nach einem Kopfhörer und hörte sich an. Dabei schüttelte er traurig den Kopf, schien sich eine Schwitte aus dem Finger zu saugen und stellte das Gerät plötzlich auf laut. Die beiden nickten immer wieder, wechselten ein paar Sätze, während Frieda zu hoffen begann, dass es eine Erklärung geben, der Alte ein Teil hervorkam, es mit singender Stimme einsetzen würde und alles wäre gut. Stattdessen flüsterte Takeshi, er kann es kaum glauben, obwohl es kein Sony ist, sind die Aufnahmen ausgezeichnet. Ja, so in etwa kann man sich dieses Geräusch vorstellen, was Frieda hört und sonst niemand. Frag ihn, was er hört. Der Alte summte mit ruhiger Stimme. Er hörte einen Getränkeautomaten an einem Bahnhof, der sagt, vielen Dank, dass Sie sich für Dado entschieden haben. Takeshi lächelte sie an. Unsere Automaten sind sehr höflich. Und was hörst du? Ich bin Punksänger, war seine Antwort. Frieda bekam den Eindruck, die beiden wollten sie für dumm verkaufen. Hört ihr denn nicht diesen Ton? Die Aufnahmen sind ausgezeichnet, wiederholte Takeshi und der Alte nickte. Möge sie dennoch ein Gerät der Marke Sony in Erwägung ziehen? Frieda rieb sich die Stirn. Der Alte war weise, das musste er sein. Wer so alt war, hatte alles schon gehört. Und dieses Wissen machte traurig. Genauso sah er Frieda an, als sie den Fostex von der Theke riss und den Laden verließ. Takeshi rannte hinterher.
Ich bitte wirklich sehr zu verzeihen, sagte er und blickte auf seine glänzenden Schuhe ohne Schnürsenkel. Das kostet 1000 Yen. Sie gab ihm den Schein, zündete sich eine Zigarette an und wartete. Wahrscheinlich lachten die beiden sich kaputt über sie, vielleicht zu Recht. Vielleicht hörte sie Töne wie andere Stimmen, Stimmen, die nicht existierten. Der Markt, über den sie zurückging, war so eng und voll, dass Takeshi den Schirm sinken ließ und Frieda hinter sich herzog, als wäre sie ein hilfloses Kind. Seine Hand war glatt wie sein Gesicht. Frieda sah rot gefärbte Mini-Tintenfische an Spießen, Körbe voller Rettich, Softeis in grellgrün und grau, eine gläserne Box für Raucher, hunderte von rosafarbenen Pralinen, sah die Beine von Schulmädchen hinter Plastikvorhängen strampeln, eine Hello Kitty-Figur Kimono, polierte Früchte in Seidenkartons und über allem lag ein Geruch von Algen, der ihr den Atem nahm. Erst als sie in eine Gasse abgebogen waren, holte sie wieder Luft. Takeshi lächelte schmal und sagte, willkommen in Japan. Er schob abermals seine kleine Holztür zur Seite und zog Frieda hinein in ein Lokal, das fast nur aus Küche bestand, mit einem Tresen davor und ein paar Hockern. Es gab Nudelsuppe mit und ohne Fleisch. Das würde helfen, hatte Takeshi gesagt. Gutes Essen hilft immer, gutes Essen beruhigt. Und dass sie so aussah, als bräuchte sie das. Die Suppe war schwarz. Inmitten der Schale lag ein halbes, hart gekochtes Ei. Eine bildschöne Kellnerin reichte ihnen letzthin aus Zellstoff. Es war die erste Suppe, die Frieda mit Stäbchen aß. Und sie machte es wie Takeshi, beugte sich über die Schüssel, führte ein paar Nudeln zum Mund und sog sie ein. Suppe spritzte ihr ins Gesicht auf das Lätzchen. Es hat das gebratene Miso, sagte Takeshi, dass sie so schwarz mache und so gut. Doch da musste noch irgendetwas anderes sein, etwas, das sie glücklich werden ließ. Das ganze Lokal schlürfte und zischelte, wie nach einer tagelangen Reise durch trockene Steppe. Frieda stellte ihren Rekorder auf den Tisch, hatte in diesem Moment sogar vergessen, dass da eine Unheimlichkeit in ihm steckte. Die Kellnerin starrte noch immer vom Tresen herüber. Sie schien außer Takeshi nichts mehr wahrzunehmen, aber er schenkte ihr keine Beachtung. Er goss Frieda Tee ein und bei dieser Bewegung fiel ihr etwas Vertrautes an ihm auf. Sie musterte ihn, konnte nicht herausfinden, was es war. Fragend blickte Takeshi sie an. Du kommst mir so bekannt vor. Ich weiß, sagte er, so etwas ist möglich. Hilflos rührte Frieda im Tee. Das Geräusch setzte sie an. Du hast da drin nichts gehört. Meine Ohren, sagte Takeshi, sind älter als ich. Frieda wartete, ob noch mehr käme, aber er hob nur die Schüssel zum Mund. Als letztes nahm er das Ei, holte das Gelbe heraus, aß das Weiße zuerst. Sein Lätzchen faltete er und legte es auf den Tisch. Er lehnte sich zurück und zog an seinem Krawattenknoten. Sie fragte ihn, warum er eine trug. Ich wollte vorbereitet sein. Und du meinst, jetzt könntest du sie ablegen? Ist es nicht das Schönste, was ein Mann ablegen kann? Takeshi faltete die Krawatte auf eine Art zusammen, dass daraus ein winziges Paket mit Griff entstand. Was ist mit Jonas Thunmann passiert, weißt du das? Er ist krank geworden, sagte Takeshi nach einer Pause. Sogar im Sommer trägt er eine Mütze mit Ohrenklappen. Er kicherte. Seine Zähne waren so schief, dass sie aussahen, als würden sie tanzen. Schon den Kaisergarten gehört? Fragte er. Über die Kieswege liefen Schulklassen in gelber und blauer Uniform. Wieder drehte ein Polizeiwagen seine Runde. Fahrräder knirschten vorbei. Drei Männer schwangen die Schläger auf dem Baseballfeld, ein gemischtes Doppel beim Tennis gegenüber. Die Klohäuschen klingelten für die Blinden und über allem lag ein Gewirr von Vogelstimmen. Alles bewegt sich, sagte Takeshi so kurz vor Frühling, alles beginnt wieder neu.